Für Alexander Kirchner. Eine 12-9 bei 4-2 Ausgang, da sehen wir schon, also wirklich hohe E-Note mit einer 8-7. Also alles, was knapp an 9 ist, ist gut. Wirklich sehr gut. Gerade in dem jetzigen Code sind die Abzüge doch nochmal sehr viel höher geworden. Und da ist eine 8-7 wirklich sehr gut, 12-9. Sehr schön. Und jetzt Timo. Ja, Timo kommt hier. Eins ist ja näher kommt, ist Carlo Hör, aber Timo kommt aus Ludwigsburg, das sind hier gerade 15 Kilometer. Ich denke, der hat hier eine gute Fanbase, vielleicht ist das seine Klasse hier. Das kann durchaus sein. Timo startet auch Einschultern, Kippe Winkelstütz. Jonasson, Yamawaki, Stämme in den Winkelstütz. Jetzt kommt der Schweizer. Oder Mumm. Bisschen wackelig, aber gut. Wiesenfähige, festbleiben. Streuli und Doppel-Doppel, genau in Stand. Richtig schön. Sehr stark. Die haben an die Rutschstaffeln angezogen heute. Scheint so. Richtig gut. Aber es ist dann doch immer so, der letzte Eindruck bleibt. Und das ist bei den Kampfrichtern genauso. Ja, also die Landung ist wirklich sehr, sehr wichtig. An jedem Gerät, vielleicht abgesehen vom Pauschenpferd. Muss auch dazu sagen, im neuen Code Montage wird jetzt an den Ring eine Matte hingelegt. Das hilft dem Ganzen nochmal ein bisschen, weil es einfach nochmal ein bisschen federnder wirkt. Also federt die Landung besser ab. War aber dringend notwendig. Also die Ringe wurden 10 cm höher gemacht und dafür kam nochmal eine 10 cm Matte rein. Das heißt, der Abstand bleibt wie vorher, aber die Landung ist einfach ein bisschen weicher. Sicherlich auch, weil einige Turner von der Größe her Schwierigkeiten hatten oder nicht so viel Abstand. Ja, also weiß ich gar nicht. Ich habe jetzt letztens gehört, früher konnte man die Ringe auf Antrag höher stellen, genau, wenn man Probleme hatte. Darf man jetzt scheinbar nicht mehr, habe ich letztens mitbekommen. Nee, man kann jetzt die Matte entfernen und die 10 cm genau. So gewinnen. Also durch meinen Hauptberuf bei einem Turngerätehersteller, weiß ich, dass das doch auch mit der Größe zu tun hat. Wir sehen hier Timos Wertung.